Sag mal, Mike, was soll das denn hier wieder? Ganz ruhig, Autor. Nicht? Aus gutem Hause kommend, haben wir doch alle gelernt. In der Schule oder zu Hause. Tischlein deck dich. Und was liegt da näher? Dem Anlass gebührend würde beizumessen. Weiße Tischdecke. Wozu? Da schauen wir uns gleich an. Unboxing und Vollzähligkeitsappell. Da war mal was so vor 40, 50 Jahren, egal. Ein Lockschuppen für Klaus. Man hält es nicht für möglich, ne? Dass aus einem so geglaubten Lockschuppen letztendlich in der Ursächlichkeit doch für einen Materialeinstand und Aufwand so doch betrieben wird. Nein, natürlich sind hier auch die Zuschnittsplatten gerne für Mike mitbringend aus dem Lasercutten für weitere Benutzung. Man weiß ja nie, ja, das ist ja immer so spannend, sind denn die XYZs von Mike auch alle richtig platziert? Das wollen wir uns gerne mal anschauen, wie das so in diesem Fall bei diesen Lokschuppen dann wieder mal zusammengebaut wird. Bis dann. So, Freunde, fangen wir mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Gut, die Kiste steht oben, also werden wir uns jetzt noch einen kleinen Teil kümmern. Okay, einmal gesehen haben. Aha, jawohl. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Wunderbar. Das sind schon mal die Segmente für die drei hinteren Teile außen. Wie geht es hier weiter? Ja, wir können das ja mal offen lassen. Bogensegmente, ihr seht das. Ja, so brauchen wir auch. Dann, das ist ja auch wieder was ganz Filigranes, ne? So sieht das Ganze dann aus. Ja, legen wir erstmal hier ganz zart hin. Für die Seite brauchen wir vielleicht noch. So, gut, sieht man ja nicht so sehr auf dem Tisch, aber spielt ja auch keine Rolle. Und weiter geht's. So, was haben wir hier? Ach, das Holz für die Revisionsgrube. Jawohl, sehr schön. Viele, viele Kleinteile. Die lassen wir mal drin. Denn das wird ja immer klein. Hier, schaut euch das an. Die packe ich jetzt nicht aus. Das sind für die gewölbten Segmentbereiche in den drei Einfahrtstoren oben Abschluss. Fenster gibt es. Ja, kann man machen. Ne? Ist doch wunderbar. Was wollen wir mehr? Jede Menge. Und sonst? Ja. Ist ja fast wie Weihnachten, ne? Und Ostern zusammen. Ah, jede Menge Segmente für die Revisionsgruben. Ja, das macht ja Spaß. Das ist also wirklich 3D-Puzzle ohne Ende, ne? Unsere Gravuren als Holzimitation sind auch auf den Elementen, wie vorgesehen war. Auch schon viel wert. Nachritzen. So, was haben wir hier noch? Ich hoffe, ihr seht immer was. Ne? Und dass ich daneben halte. Oh, jede Menge Stangen. Da gibt es ja auch noch viel zu tun. Ne? Aha, aha, okay. Aha, da sind sie mit Gravur. Wunderbar. Ne? Haben wir auch gesehen. Die Ziegelsteinimitation. Es wird ja immer enger, ne? Ich wundere überhaupt, dass das alles so heil bleibt, auch beim Lesern selber. Vielleicht nicht selbstverständlich, denn wenn man sich mal so die Unterkonstruktion auf den Lasertischen anguckt, die sind natürlich auch nicht mikrofasermaschig. Da kann schon mal was durchfallen. Och ja, oh,
ist ja wieder was Entzückendes. Oh nein, das ist ein Spaß. Kommt wohl irgendwie so zusammen. Ja, oh, top. Gut, das haben wir auch schon mal gesehen. Oben die Lüfter putzen oder hauen. So, was ist hier noch drin in dieser Tüte? Ja, das Gebälk, jede Menge Gebälk zum Reinhängen. Sehr schön. Ne? Ob das anzahlmäßig stimmt, werden wir jetzt sehen, wenn er zusammengesetzt ist. Ja, und ansonsten, Teile ohne Ende. Vielleicht sollten wir für dieses Kistchen jetzt einfach mal die Kamera in die Nähe holen. Das machen wir auch. Verdeckt mal nicht den Blick. Tu mal so, als ob das weiterläuft, das Filmchen. Dann gehen wir ein bisschen in die Nähe. Zapfen sehe ich auch. Vor allen Dingen sehe ich, was mir am wichtigsten ist, dass die, wie soll ich sagen, die Fugen, Verfugungen so sind, wie sie sein sollen, dass wir nachher beim Malen, beim Lackieren auch wieder mit der Rolle nicht die Fugen treffen, sondern lediglich nur die Ziegelsteine. Wunderbar. Ja, dann wollen wir die auch mal rausnehmen. Bis gleich. Kommen wir mal zu den Lapperschwänzchen. Was meint Mike damit? Ganz einfach. Wenn du den erhebst, dann bleibt er erstmal liegen. Ne? Da ist sich Biegung ohne Ende. Ja, dann wollen wir mal sehen, dass wir das Ganze im räumlichen 3D überhaupt zur Steifigkeit herbeiführen können. Aber im Großen und Ganzen ist das ja schon wieder ein optischer Genuss. Ne? Und wenn es nur diese kleinen süßen Eckchen sind, sie sind noch dran. Glück gehabt? Naja, wir sind ja auch in den richtigen Händen unseres besten aller Lasercutter in ganz Hamburg. Er hat bisher, wie wir sehen, schon wieder einen ganz tollen Job gemacht. Es wird Spaß machen, mein lieber Klaus. Da kannst du von ausgehen. Gut. Aber wir gucken uns das noch mal ein bisschen an. Wir machen erstmal so ein Blanko-Prototyp zusammensetzen, ob das alles so passt. Bis dann. Guten Tag. Ab wann ist eigentlich eine Wand gerade oder senkrecht? Tja. Das Zeichnen ist das eine, ne? In der Hoffnung, dass die X, Y, Z richtig sind. Gut, die ersten Teile sind einfach mal zusammengesteckt. Ja, musste nur ein bisschen korrigierter Fortue gemacht werden. Aber wir wollten einfach mal Step by Step zeigen, wie das modulare System jetzt aufgebaut wird. Ja, dieses ist zumindest mal der erste Schritt, glaubt Mike. Gleich sehen wir weiter, wie es geht. Drum prüfe, wer sich ewig verzahnt. Was haben wir denn überhaupt? 36 und Keks. Und passt das Luder, Entschuldigung, da wieder nicht rein? Ja, muss doch funktionieren, oder? Gegencheck. Ja, kannst du eigentlich nicht meckern, oder? So, nun drück rein das Ganze. Tja, Mike, das freut dich schon wieder, ne? Wieder was zusammengesetzt. Gut, dann wollen wir mal die Seitenteile da irgendwie benutzen. Kann man wohl machen, ne? Wie weit kommen wir denn? Kommen wir auch dahin, wo wir hin wollen? Tja. Schon wieder Glück gehabt. Michael Jones. Wahnsinn. Und andere Seite. Bitte, bitte. Wo bist du? Also wieder weit weg aus dem eigentlichen Fokus. Kameraführung. Nee, also für die Kameraführung kriegst du auch keinen. Ja, das sind die blöden Dinger, Oscars, ne? Ja, genau. Ja. Mann. Das Schwitzen von unserem Autor wird weniger. Kannst nicht meckern, ne? Kannst ja eigentlich schon mal ein Fenster reinsetzen, oder? Naja, das machen wir gleich noch.
Sehr schön. Oder? Nee, falsche Seite. Wieder typisch. Halt doch mal still. Mann, oh, was man alles achten muss. Jetzt besser. Jetzt besser. Hast du doch alles speziell verzapft. Im doppelten Sinne des Wortes, ne? Schon klar. So. Ja, ist das ein bisschen stramm? Müssen wir nochmal abfiedeln, oder? Was sagt das Teil? Kommen wir da noch rüber? Ach komm, dann mach ich erst mal aus hier. Bla bla bla. Hier passt das schon wieder. Das ist viel wichtiger, als Informationen rüberzubringen. Nein? Alles klar. Herrlich. Haben wir auch im Kasten. Wie sieht es vorne aus bei den Einfahrten? Ja, so wie es hier jetzt erstmal liegt. Gut, man hätte ein weißes Papier da unterlegen können. Ne? Ach so, ja, die kleinen Segmente, die wollen wir oben ja auch nochmal dazulegen. Machen wir gleich. Geht gleich weiter. Alles gut. Sieht es von hier aus. Auch nicht schlecht. Ja, wunderbar. Holla. So, aber Musik leiser. Okay. So. Ja, was kann unser Autor dazu sagen? Also zumindest, wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Ja, wir sind verrückt. Freunde, ganz ehrlich, wenn du das wieder so hier siehst, ja, es hat sich gelohnt. Es macht Spaß. Ne? Kann man mit umgehen, damit das Ganze auch räumlich gewölbt aussieht. Okay, machen wir erstmal aus. Komm. Nee, schon gut. So, jetzt war es für Erbsenzähler aus dem Lasercut-Bereich. Wie hat mir das noch mit der Tür gemacht? Ja, das machen wir so. Hier sehe ich beidseitig natürlich das Holz erkennbar. Ne? So. Und was ist da rein? Sind das schon drei oder ein? Achso, alles klar. So, ein bisschen drücken. Hoppla hopp. Nicht so schnell, junger Mann. Ach, hier gefälligst eine vernünftige Aufnahme. Hm? Kann auch nicht so schwer sein. Was haben wir hier? Aber auch. Kommt so rein. Und so rauf. Und hier ist unten. Haben wir natürlich auch was. Logisch. So. Ja, nicht verkehrt, ne? Und Familie Zapf lässt auch hier so ein bisschen mithelfend. Das wird dann dahin gemacht. Ja, und das andere ist auch klar, ne? Das soll dann geglaubtermaßen hier so reinkommen. Sieht man das? Das sieht man allemal. Das freut mich sehr. Ja, und dann soll das Ganze auch noch ein bisschen so darüber lappen, ne? Ob das so der Fall sein wird? Wird schon klappen, oder? Ja, haben wir ja ausgemessen. Schön, gut. Haben wir auch mal zum Besten gegeben. Danke. So, damit wir nachher auch die Zusammeneinbaureihenfolge richtig machen. Ich habe mir was überlegt, dass das mit dem Zapfen eins nach dem anderen erst kommt. Ja, dann schauen wir mal, dass alles so richtig ist, was wir hier so vorhatten. Hm? Kannst ja nicht meckern bis jetzt. Und den packen wir auch davor. Nur mal, damit wir wieder 3 Sekunden Film haben. Ja, so soll das Ganze sein. Meine Güte. Klar, dass wir da um 1/10 Millimeter waren. Das ist ja wegen dem nicht rechten Winkel geschuldet. Ne? Komm, nun bleib doch mal dran. Wie wär's denn mit einer Zwinge? Machen wir. Wo sind sie? Haben wir noch welche? Noch haben wir welche. Gut, dann machen wir gezwungenermaßen was. So. Und so. Oh, ist das schon wieder schön. Hm? Ja, da
können wir schon wieder mit leben. Bis jetzt stimmt ja die XYZ. Wunderbar. Bis dann. Also Freunde, bisher macht das Ganze noch Spaß. Ja, was haben wir denn hier so Schönes? Wie geht denn das Ganze vonstatten? Man nehme, ja, nehmen wir den mal. Sind die eigentlich alle drei groß? Gleich groß. Und wackel doch nicht so. Eins, zwei. Da fehlt schon einer. Da geht's wieder los, das Drama. Wieso eigentlich? Bei der Filmaufnahme ertappt, oder wie muss ich das verstehen? Natürlich nicht. Da ist ja der dritte. Sind die alle gleich groß? Ist ja schon ein Jahr her. Nee, wir haben einen in der Mitte. Wie machen wir das Ganze? Den hängen wir einfach da oben rein, ne? Hang on. Das war aber ein anderer Film, glaube ich. Ja, lange ist es her. Komm mal ein bisschen rüber. Na komm. Das stell dich nicht so zickig an. Ist das der lange? Dann haben wir jetzt mal innen und außen Stabilität, ne? Oder? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, Schnitt. So, bis zu diesem Etappenziel haben wir erstmal die Vollzähligkeitskontrolle absolviert. Natürlich werden wir jetzt erstmal die Innereien zeigen, sprich das Gebälk ohne den Dachplatten. Das werden wir gleich nochmal auflegen. Die Fenster können wir auch nochmal reinsetzen. Aber bis dato hat das Ganze erstmal soweit alles funktioniert. Die Zuschnitte stimmen nach wie vor, also sprich die XYZ von der Konstruktion her. Ist schon imposant, wenn man so ein Gebäude jetzt vor sich stehen sieht. Ja, da können denn Loks drinstehen. Und es ist eben kein Pseudo-Ring-Lok-Schuppen. Wunderbar. Wollen wir mal gucken, wie das noch mit dem Dach aufgesetzt aussieht. Und natürlich die Gruben. Lieber Klaus, heutiges Etappenziel erstmal erreicht, sprich, naja, nennen wir es das neudeutsche Unboxing und was ich noch immer gerne mache, den Check Assembly. Haben wir denn alles? Passt das? War irgendwo ein Fehler? Naja, bis jetzt habe ich ihn nicht gefunden. Aber wir werden nochmal die letzten Einzelteile auch alle durchzählen. Das habe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht. Hier bei den, sagen wir mal, Hauben oben werden wir natürlich noch Leisten kaufen. Die sind 1 mm dick und ich sag mal 3 mm breit, sodass wir dort auch diese, wie nennt man das, ja, Regenschutz, aber trotzdem Durchgangsbelüftung beibehalten. Ja. Dieses soll zumindest erstmal einen Eindruck geben, was das denn nachher für Abmessungen oder Ausmaße an sich hat. Ja, hier auch mal einmal eins der Fenster an den Seitenwänden implementiert dargestellt. Was natürlich auch immer interessant ist, was wir ja auch unbedingt herausstellen wollten, sind die Innereien, tolles Wort. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen das Gebälk zum Thema machen. Was auch immer hier mal für eine schimmrige Beleuchtung reinkommt, kannst du ja schon mal Gedanken machen, in welcher Höhe du ja unbedingt in die weiße Wand hochziehen willst. Gut, wir werden sehen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon wieder ein imposantes, wie soll ich sagen, Feature hier. Es hat einfach bisher wieder Spaß gemacht ohne Ende. Und das, was wir uns hier so ausgedacht haben mit preußisch-spartanisch, ist, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck hier kommend mit den 3 Schichten pro Wand. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Ja, die Gruben werden dann entsprechend hier reingesetzt. Vielleicht auch nochmal einen Blick ins Innere von hinten. Es ist natürlich auf deine, ich sag mal, vorhandene Infrastruktur abgestimmt, sodass die Tore wirklich vorne sehr, sehr platzsparend
sparend dimensioniert wurden. Aber das wussten wir von Anfang an. Vielleicht hier nochmal ein Blick über die Seite hinweg. Dach kann man dann nachher ja entsprechend mit geglaubter Tierpappe machen. Geht die Gretchenfrage los, links oder quer gestreift, hier oben drauf gesetzt. Ja, aber was mich natürlich schon wieder entzückt, ist dieses doch sauber zusammensteckbare Arrangement von den Eckverzahnungen der Steinchen. Und es scheint diesmal auch wirklich gut zu passen alles. Gut, diese Steinchen haben wir jetzt noch nicht reingesetzt, aber das sind ja einzelne Elemente. Ja, und das mit den Toren, mit einem Antrieb, das werden wir sicherlich auch noch thematisieren. Das ist ja schon genügend in dem Forum genannt worden, ob man das mit einem Gestänge macht, die Tore einzeln oder nur mit einem Bautenzug. Das werden wir vor Ort mal uns überlegen. Ich hoffe, dass die Zapfscharniere ihr Übriges dazu beitragen, was die Funktionalität betrifft. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Das, was bisher, ich sag mal, in diesem, nennen wir es mal Messingguss oder Spritzguss oder wie man es immer nennen macht, zum Besten kommt. Auch hier nochmal sehr schön zu erkennen, die Verklinkerung von innen, auch was die Verzapfung letztendlich der drei Platten in den Ecken darstellt, ist, geglaubt, auch eine ganz brauchbare Lösung. Zumal es ja eben keine rechten Winkel sind. Wenn man sich jetzt mal hier den den waagerechten Blick anschaut, da sind natürlich der Geometrie geschuldet über die Winkel entsprechend, was weiß ich, habe die auch nicht mehr im Kopf, die Winkel. Aber 4 Grad weniger statt 90. Aber das lässt sich mit dieser Verzahnung sehr gut kaschieren. Das gleiche gilt auch für hinten. Und warum sollten wir auch nicht mit Ponal rumklecksen und denn solche Fugen, hier ist das noch nicht ganz zusammengesetzt, einfach zuschmieren und letztendlich entweder als Verfugung nachziehen oder einfach die Farbe rüber. Ja, das soll es für heute mal sein. Bis dann. Danke für Ihr Interesse. Tschüss, sagt Ihr Mike M.E.